Ach, Kerl, wo ist denn die Kamera? Ah, moin, wir haben zwei Pakete hier noch rumliegen. Schrecklicherweise. Oh Mann, ja, leicht ein Blaustich, wa? Ja, ist ja Kacklicht. Naja, ich werde mir irgendwann, wenn sie mir einer bezahlt, mal, naja, eine professionelle Lichtanlage für sowas besorgen. Ist mir sowieso egal. Jetzt mal ganz im Ernst, für die 10 Leute, die gegen Scheiße hier überhaupt noch gucken, brauche ich ja nicht sonst was. Brauche ich jetzt hier nicht noch sonst was veranstalten. Wir haben aber zwei Pakete heute. Einmal Teil 1 für den Selbstbau-PC, den ich dann anfangen wollte. Jetzt denken die Leute wahrscheinlich, hey geil, der baut einen Gamer-PC. Nein, ich möchte den Rechner, den ich damals, als ich meine allererste Freundin hatte, den will ich wieder aufbauen. Und habe mir dann dementsprechend jetzt Gehäuse, Mainboard bestellt, Grafikkarte, CPU, bla bla. Aber kommen wir jetzt mal zum kleinen Paket. Gucken mal, was drin ist. Aha! Folie. Naja, gut. Oh, toll, jetzt sieht die meine Socken. Das wollte ich eigentlich nicht. So, wir haben eine. F Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ihr Nutten. Und da ist es. Da ist der Aufsteller, den ich mir hab machen lassen für meine Xbox. Jo, Lanta! War schön, oder? Findet ihr nicht? Ja, ist immer noch die blöde blaue Folie, oder? Die wird abgezogen und dann wird das richtig schön, ne? Hat da Bums. Geil, oder? Und jedenfalls. So. Nächstes Mal ist das Licht besser und ich schwöre euch auch, wie gesagt, das Bild noch mal kurz zum Thema Actioncam, jetzt seht ihr sie hier mal im Betrieb. Aufnahmetechnisch haben wir hier ein Problem. Denn ich habe hier jetzt meine, wie gesagt, ich wollte meine Speicherkarte nutzen. Ja, 4K 30 fps, 1080p 60 fps und 4 und ja, 720p bis 120. Wie ihr seht, Display etc. ist ganz gut. Das Problem, was ich jetzt habe, habe eine Speicherkarte drin. Wenn du, ich habe den Wi-Fi-Knopf gedrückt. Das nur mal kurz nebenbei. Das eigentliche Problem, was ich habe, ist, wenn ich aufzeichnen will, will er formatieren. Das Problem ist die Speicherkarte, die ich habe. Ich habe die Speicherkarte schon was länger. Und wir haben jetzt zwar eine SCAC, aber eine, Moment, Klasse 8. Die Sache ist, dass Kameras, beziehungsweise Kameras über Full HD, beziehungsweise über 60 Bilder pro Sekunde und 1080p oder 4K, nur ab Klasse 10 Karten, also ab, wie gesagt, mehr Geschwindigkeit und somit kann ich im Moment leider kein Aufnahmevideo hiermit machen. Das reiche ich aber nach. Ich werde auch, wie gesagt, in einem Video dann, wenn es denn mal soweit ist, weil ich bestelle mir jetzt noch eine neue Micro-SD-Karte. Kostet ähnlich die Welt. Ich glaube, 20 € kriegt man schon eine 64er. Maximal gehen ja auch 64 GB rein. Und dann werde ich dann bei dem einen oder anderen Unboxing, wenn es dann kommt, dann auch erwähnen, von wegen die neue Aufnahmeklamotte und was ihr dazu sagt, ob wir die Kamera dann dauerhaft nehmen sollten oder einfach bei der hier bleiben. Professionell ist bei mir ja sowieso nicht, aber das wisst ihr ja bereits. Ja, und jetzt gucken wir mal hier rein, weil ja, der erste Part ist da. Und zwar das Gehäuse. Und hoffentlich kriegt man die Scheiße hier wenigstens vernünftig auf. Weil es ja schon ziemlich, also nicht schäbig verpackt ist, wa? Naja. Ach, jetzt ist aber gut hier. Hoffen, dass wir jetzt nicht einen Kratzer reinmachen. Bin in sowas hier aber ganz gut. Gerade in Kratzer und Co. Aber eigentlich sollten wir da so schnell kein Problem kriegen. Weil ich hatte ja den verklebt hier. Der Sauerei. So, einmal auf den Rotz. Ne? Schon wieder meine Socken gebildet. Das wollte ich doch nicht. Deswegen wollte ich eine andere Kamera. So, oh. Ei, was ist da drin? Moment mal. So, das mit dem Licht ging mir ein bisschen auf den Sack. Und da haben wir ne. Unser Monster. Und zwar, und das werdet ihr nicht glauben, ist das ein Original 2005er Computergehäuse und zwar unbenutzt mit eingebautem ATX-Netzteil? So, das wäre Part 1. Mal gucken, dass wir den hier irgendwie.
Wie nehme ich den jetzt raus? Einmal so auf die Styroporseite und dann gleich der Boss hier rausrücken. Das Ding funktioniert. Hallo. Hallo. Ah. Huh. Mann, eine Menge Verpackung hier. Leg mich im Arsch. So, da haben wir einmal hier Installation Manual. Okay. Guck dir das an. Ein 2015er Gehäuse unbenutzt. Also jetzt mal ganz im Ernst. Das ist eine sehr, sehr geile Sache. Es hat ehrlich gesagt auch, also ich habe wirklich Wochen jetzt gebraucht mit Recherche und viele Bekannte und alles Mögliche, damit ich das so gefunden habe. War jetzt auch nicht so ganz günstig, das Gehäuse, weil man kriegt ja überall für 20 Euro schon diese, ja, wie sagt man ganz einfach, mehr oder weniger fertigen GEMA-Gehäuse. Aber sowas wollte ich ja überhaupt nicht haben. Natürlich zugeschraubt. Ah, jetzt hat er noch zugeschraubt. So, mal einmal die kleinen Schräubchen hinten gelöst. Kurz hier gucken können. Beziehungsweise, dass wir auch mal kurz ins Gehäuse reingucken. Guckt ihr das an, ey. Wie geleckt, oder? Ja, Gott. So, jetzt können wir das einmal hier hinten rausziehen. Dann können wir mal reinsehen. Und hoffentlich was Gutes. Ja, guck an. Sexy, oder? Like a boss, du kleine Nutte. Guckt ihr das an. Nagelneu. Das ist doch richtig, ne? Bauer! Wir sollen gucken, dass wir hier auch. Ja, genau, weil ich brauche ganz wichtig bei den Gedöns, dass ich die hier, die zwei von den Inie, ja, 250 Watt artig ins Netz. Ach, sehr schön. Ach, die haben mir zugehört. Sehr schön. Denn hier haben wir noch die Stingskabel und hier sind die Abstandshalter, dann brauche ich die nicht extra kaufen. Ja, das stimmt mich jetzt sehr fröhlich, dass die Abstandshalter dabei sind, weil Mainboard dran bauen muss ja Abstandshalter drunter. Bei den alten Gurken, da war das ja so. Und wir haben auch direkt ein Rechnerkabel noch dabei. Netzteil ist drin. Kiste ist nagelneu, wie man sieht, aber auch natürlich hier ganz dünn. Und haben hier, ja, so wie ich es ja eigentlich wollte, wie ich es halt haben wollte, schön an der Seite, das dünne Blech. Und dann halt unsere Front. Ja. Eine richtige, ne? Das ist ein richtiges Office-Gehäuse, genau wie ich es wollte. Ja, kann ich das Ding mal passend ins Bild legen. Sag mal so, mir gefällt's gut. Wir können uns die Unterseite mal ansehen. Es gibt nur nicht viel zu sehen. Ja, und im Großen und Ganzen ist das hier Teil 1. Demnächst kommt dann Mainboard, CPU, Grafikkarte. Alles genauso, wie ich es früher hatte. Ah, sexy. Alles, wie ich es früher hatte. Und das hier ist der Beginn von der Bissflitsche. Ich bin raus.